Lass Menschen los, die dich hintergehen. Lass Menschen ziehen, die dir schaden. Nichts in deinem Leben geschieht einfach so. Gott hat einen Plan und er wird einen Judas in deinem Leben nur dazu gebrauchen, um dich zum nächsten Segen in deinem Leben, zu deinem nächsten Durchbruch zu führen. Schmerz gehört zum Leben einfach dazu. Jeder von uns geht durch schwere Zeiten, ob Rückschläge, Trennungen oder Verluste. Wir durchleben Phasen, die wir alle hier und da nicht verstehen. Und wenn wir nicht vorsichtig sind, bringt uns dieser Schmerz, dieser Sturm in unserem Leben, dieser Gegenwind zum Stillstand. In der Bibel lesen wir, dass wir alle, sobald wir uns entschieden haben, an Gott zu glauben, Gottes Kinder sind. Und er immer unser Bestes im Sinn hat. Mit jedem Schmerz, den Gott zulässt, will er etwas Neues und etwas Besseres in unserem Leben hervorbringen. Wenn Gott Schmerzen zulässt, dann nicht, um uns zu strafen, uns zu quälen oder uns in die Irre zu führen. Vielmehr möchte er uns dadurch weiterführen. Auch wenn wir es nicht verstehen und wir nie eine Antwort auf unsere Warums bekommen, dürfen wir doch wissen, Gott hat es erlaubt und es zugelassen, weil er etwas Gutes daraus entstehen lassen will. Genau in solchen Situationen kommt dann unser Glaube ins Spiel. Und so können wir mit Glauben und Überzeugung zu uns selber sagen, ich hasse diesen Schmerz, ich hasse diesen Stillstand, ich hasse es, wie ich immer wieder über diese Versuchung stolpere. Ich mag meine Krankheit nicht, all die Fragen und die Dunkelheit in meinem Leben, ich verstehe sie nicht. Aber ich glaube an dich, Gott. Ich vertraue dir trotzdem und weiß, du hast alles in deiner Hand. Du, Gott, hast es unter Kontrolle und du behältst den Überblick. Ich werde mit dir zusammen diese Zeit nicht nur überleben, überstehen oder überwinden, sondern ich werde durch diese Situation auch wachsen. Ich werde stärker. Ich werde neue Gaben und neuen Segen entdecken. Ich weiß, dass dieser Schmerz mich zu meinem nächsten Sieg führen wird. So möchte ich dich ermutigen, bleibe in deinem Schmerz, in deinen Fragen nicht stehen. Der Gegenwind, der dir entgegenweht, hat schlussendlich Segen, neue Möglichkeiten und neue Wunder für dich bereit. Dies sehen wir auch in der Geschichte von David. David, ein Mann aus der Bibel, der einfache Hirtenjunge, hört, wie Goliath, ein Feind seines Volkes, Gott und das Volk Gottes verhöhnt. Kurzerhand steht er auf, stellt sich Goliath in einem Zweikampf und gewinnt diesen. Dieser Sieg öffnet ihm die Türen zum Hof seines Königs. David zeigte Mut und Entschlossenheit, was Saul, dem damaligen König, nicht entging. Hätte er sich seinem Feind nicht gestellt, hätte ihn Saul gar nicht wahrgenommen. Aber wir, du und ich, werden beobachtet. Die Menschen um uns herum nehmen uns wahr und sehen, wie wir uns unseren Feinden stellen. Mutig sind, aufstehen und unsere Stimme erheben. Feinde, die Gott in unserem Leben, in deinem und meinem Leben zulässt, sind nie dazu da, uns zu besiegen, uns auszubremsen, sondern sie sind da, uns weiterzubringen. Ich erinnere mich noch gut daran, wie wir uns entschieden haben, eine neue Kirche hier auf dem Land im Emmental in der Schweiz zu bauen. Wir, eine Handvoll Leute, hatten denselben Traum. Wir wollten eine grosse Kirche, eine Kirche am Puls der Zeit, modern, mit einer Sprache, die die Menschen verstehen, nicht verstaubt, sondern lebendig und gefüllt mit vielen Menschen, die zusammenkommen, um Gott anzubeten und ihn zu feiern. Doch nicht alle Menschen in meinem Umfeld fanden diesen Traum gut. Es gab Menschen, die zu mir sagten, vergiss es, eine solche Kirche, wie du dir sie vorstellst, wird niemand besuchen. Das funktioniert hier auf dem Land nicht. Diese Menschen oder diese Stimmen waren wie Goliaths, die Gott in mein Leben gestellt hat. Jedes Mal, wenn mir jemand diesen Traum versuchte auszureden, spürte ich, wie sich eine umso größere Motivation in mir bemerkbar machte. Eine Motivation, das angebliche Unmögliche zu wagen und all den Kritikern
den negativen Stimmen und den Neinsagen zu zeigen, dass es mit Gott zusammen doch möglich ist. Und jedes Mal, wenn ich müde war und in der Gefahr stand, den Traum aufzugeben, kam diese heilige Leidenschaft in mir auf. Und ich erinnere mich, wie ich selbst zu mir sagte, nein, wir geben nicht auf, wir bleiben dran. Und alle werden sehen, dass unserem Gott nichts unmöglich ist. Gott erlaubt den Kritikern, den Menschen, den Stimmen, die gegen dich sind, Situationen, die schwer sind, die dich entmutigen und dir den Glauben rauben wollen, in dein Leben zu kommen, nur damit wieder eine neue Leidenschaft in dir geweckt wird. Durch all das Negative in unserem Leben, das uns versucht auszubremsen, kann und wird eine Leidenschaft geweckt, dran zu bleiben, nicht aufzugeben, damit deine Gegner nicht recht bekommen und du ihnen stattdessen das Gegenteil beweisen kannst. Unsere Feinde, unser Schmerz und all das, was sich gegen uns stemmt, kann und wird mit Gott zusammen zu einem neuen Segen. Deshalb lasse dich nicht entmutigen, wenn Menschen gegen dich sind, negative Umstände sich nicht verändern und einen starken Gegenwind in dein Leben kommt. Vertraue stattdessen Gott und finde neue Motivation und Leidenschaft in dir, dran zu bleiben. Habe den Mut, an deiner Ehe festzuhalten, auch wenn alle um dir herum sagen, dass es nicht gehen wird. Wage es, deinen Traum nicht aufzugeben, auch wenn sich anscheinend alles gegen dich verschworen hat. Gott wird dich durch deine Goliaths in deinem Leben weiterführen, an deinen Hof des Königs, wo er die nächsten Türen öffnen wird. Dieses Prinzip sehen wir auch im Leben von Jesus. Jesus nimmt das letzte Mal mit seinen Jüngern, bevor er am Kreuz für uns Menschen sterben wird. Und was dann geschieht, lesen wir hier. «Ich werde ein Stück Brot in die Schüssel tauchen», antwortete Jesus. «Und der, dem ich es gebe, der isst es.» Er nahm ein Stück Brot, tauchte es in die Schüssel und gab es Judas, dem Sohn von Simon Iskariot. So wie Judas das Brotstück genommen hatte, ergriff der Satan Besitz von ihm. Da sagte Jesus zu Judas, «Tu das, was du vorhast, bald.» Damit Jesus für uns sterben konnte, brauchte es einen Judas, einen Verräter. Klar, Gott wusste natürlich, dass Judas Jesus verraten würde. Aber wenn man das jetzt aus der Ferne anschaut, könnte man sagen, kein Jünger hat etwas derart Wichtiges und Prägendes getan wie Judas. Warum? Ohne Judas wäre Jesus nicht verraten und nicht ans Kreuz genagelt worden. Wäre dies nicht geschehen, hätte Jesus auch nicht für unsere Sünden sterben können und nach 3 Tagen den Tod besiegen und wieder von den Toten zurückkommen können. Ohne Judas keinen Tod. Und keine Auferstehung von Jesus. Ohne die Auferstehung wären wir alle nicht von unseren Sünden erlöst worden und hätten keinen freien Zugang zur Gnade und somit auch nicht zu Gott. Wir alle, du und ich, würden immer noch herumirren, geplagt von unseren Fragen, Nöten und der Last unserer Fehler. Niemand würde Freiheit erfahren, noch würde irgendjemand erkennen, was Gott mit ihm vorhat. Gottes Träume entdecken und ein Leben im vollen Segen führen können. So ist es auch mit den Feinden in deinem und in meinem Leben. Wenn Gott einen Judas in unserem Leben zulässt, dann verfolgt er damit einen Plan. Darum möchte ich dich ermutigen, beklage dich nicht mehr über die Person, die dich betrogen hat. Menschen, die dich verlassen, sind kein Rückschlag, sondern machen Platz für neue Freundschaften in deinem Leben. Auch wenn Menschen dich betrügen, dich hintergehen und dir schaden, lass dich nicht entmutigen. Nichts geschieht einfach so. Gott hat dein Leben in seiner Hand. Und wenn er etwas zulässt, dann nur, damit er es zu deinem Besten und für deinen nächsten Sieg gebrauchen kann. Jesus wusste, dass Judas ihn verraten würde. Er versuchte nicht, ihn davon abzuhalten. Wir lesen sogar, wie er ihn ermutigte, den Verrat nun zu begehen. Tue das, was du vorhast, bald. Jesus wusste, dieser Verrat gehört zum Plan.
Er nahm sein Schicksal an. Und dieser Verrat führte letzten Endes zum größten Sieg in der Geschichte der Menschheit. Hör deshalb auf, deine Feinde zu bekämpfen. Lass Menschen los, die dich hintergehen. Lass Menschen ziehen, die dir schaden. Nichts in deinem Leben geschieht einfach so. Gott hat einen Plan und er wird deinen Judas in deinem Leben nur dazu gebrauchen, um dich zum nächsten Segen in deinem Leben, zu deinem nächsten Durchbruch zu führen. Die Feinde in deinem Leben, der Gegenwind, der in dein Gesicht bläst, wird dich nicht besiegen. Diese Neinsager werden nicht recht bekommen. Dieser Druck in deinem Leben wird dich nicht zerquetschen. Halte an deinem Glauben an Gott fest. Tue das, was richtig ist. Und Gott wird deine Umstände gebrauchen, um dich zu segnen und dich ins nächste Level in deinem Leben zu führen. Du wirst stärker, besser, gesünder, fröhlicher und befreiter aus dieser Situation herauskommen. Warum? Weil Gott auf deiner Seite ist.